Moin und hallo zur Hafenzeit. Herzlich willkommen. Wir sind wieder auf der Hafenterrasse direkt an den St. Pauli Landungsbrücken und es ist auch schon die Folge 4. Anfang Mai. Und Anfang Mai heißt hier in Hamburg eigentlich immer Hafengeburtstag. Die Feierlichkeiten finden nicht statt, das wissen wir alle. Aber der Hafengeburtstag findet statt und wir haben uns natürlich da auch schon etwas ausgedacht und ein bisschen rumgebaut. Schaut euch das mal an. Ich habe vorgestern hier Hubert Neubacher getroffen. Hubert ist der Geschäftsführer von Barkassenmeier und wir sind natürlich auch auf das Thema Corona wieder mal gekommen. Hubert von Barkassenmeier, Fahrgastschiffe hier im Hamburger Hafen, bekannt auch wie ein bunter Hund, möchte man fast meinen. Wirtschaftlich ist die Lage natürlich für alle anspruchsvoll, aber natürlich für die Barkassenschipper und Fahrgastschiffe besonders. Erzähl mal so ein bisschen aus deinem Hintergrund. Ja, es ist eine extrem große Herausforderung. Also ich muss wirklich sagen, das haben wir alle in der Form noch nicht erlebt. Ich habe auch mit meinen Vorgängern Kontakt, also meiner Chefin, die das früher gemacht hat, vor 30, 40 Jahren, die mich Gott sei Dank sehr unterstützt und die auch sagt, sowas in der Form hat es halt noch nie gegeben. Also wie will man das managen? Das Problem ist für uns alle so ein bisschen, wir kommen aus dem Winter. Das heißt, wir haben schon Monate hinter uns, wo nichts los war. Ich habe meine ganze Crew auch mit rübergenommen, so ein bisschen, weil die sich sehr gut entwickelt hat und zusammengewachsen ist und so weiter. So, und eigentlich sollte es März, April losgehen. Und das war jetzt nicht der Fall. Am 15. oder 16. März kam für uns der Shutdown und seitdem liegen die Schiffe und wir verdienen 0 Euro. Und das ist schwer. Musstest du Leute entlassen? Ja, ich musste leider 3 Leute entlassen. Die anderen sind auf Kurzarbeit und die werde ich auch halten können, denke ich mal so. Wir haben jetzt auch alles in die Wege geleitet, was es an Zuschüssen eventuell oder an Stundungen und Möglichkeiten gibt. Das Glück ist natürlich, was wir haben oder ich habe, dass wir tatsächlich in den letzten Jahren gute Jahre hatten und dementsprechend natürlich auch einen guten Leumund haben. Also auch mein Banker bietet mir alles Mögliche an, was geht, was man aber eigentlich natürlich nicht möchte. Man möchte natürlich als Unternehmer irgendwann auch unabhängig sein und nicht ständig nur Kredite aufnehmen. Momentan wird es nicht anders gehen. Nun weiß man ja auch, dass Maschinen, die stehen oder länger stehen, natürlich sich auch kaputt stehen. Ja. Ich kann mir vorstellen, das eine oder andere gibt es schon zu reparieren, oder? Ja, wir haben einiges, aber es ist nicht so wie in den letzten Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wir letztes Jahr Jubiläum hatten, haben wir zu dem Jubiläum hin schon vieles in Fahrt gekriegt. Also das heißt, unsere Maschinen sind eigentlich gut in Schuss. Wir können ein bisschen Farbe machen jetzt so, müssen die Maschinen auch laufen lassen, also das auch. Aber grundsätzlich haben wir jetzt nicht so viel an Instandhaltung, was man sich vorstellen könnte. Es wurde mir auch gesagt, jetzt haben wir ja wochenlang Zeit, was zu tun. Ja, es gibt immer was, aber es gab Jahre vorher, da hat man viel mehr. Ja. Also auch da ist ein bisschen Stillstand. Dankeschön. Danke auch. Die Hafenzeit heute geht zu Ende, aber wir haben natürlich für euch noch einen Hinweis für nächste Woche, nämlich der Hafengeburtstag, der hier ursprünglich groß gefeiert wird. Es ist der 831. Hamburger Hafengeburtstag, aber die Feierlichkeiten, die große Sause hier im Hafen und an den Landungsbrücken, sie findet nicht statt. Sie findet aber würdigenderweise statt bei uns auf der Hafenterrasse, denn wir haben einen Livestream geschaltet. Ab nachmittags 15 Uhr könnt ihr hier dabei sein und wir haben einiges für euch im Petto. Also bis dahin erst einmal teilen, liken, kommentieren und tschüss!